Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ich will am Anfang mal sagen, es gibt unglaublich viele ehrliche Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in Deutschland. Und dass wir für ein paar Strafen vorsehen müssen, das gehört sicherlich dazu. Aber die Masse der Menschen zahlt nicht nur Steuern, weil sie sonst bestraft werden und in den Knast wandern, sondern weil sie anerkennen, dass Steuern notwendig sind, um diese unsere Gemeinschaft sozusagen zu finanzieren. Und deswegen, weil es da sehr viele gibt, ist das Thema, wir machen ein Klimaabkommen. Über die Strafen hätten sich alle Staaten total zerstritten. Aber wir haben jetzt erstmal eine Richtung, wo wir gesagt haben, in die wollen wir gehen. Und was wir hier diskutieren, soll genau dieser Beitrag sein, uns daran zu erinnern, dass wir uns verpflichtet haben, dass das Wort etwas gilt, wenn man sich verpflichtet hat, und dass man dann politisch Haltung zeigen muss und das umsetzen muss. Jetzt zu den geäußerten Sachen. Lieber Dietmar Eifler, wir sind uns ja völlig einig, wenn wir darüber reden, wie können wir die Energiewende so preiswert wie möglich machen? Wie können wir sie so preiswert wie möglich für Industrie, Handwerk, Großverbraucher, für die Privatleute organisieren? Da suchen wir gemeinsam nach Möglichkeiten und gucken, was wir machen können. Ich höre aber immer wieder durch, dass aus der CDU der Vorwurf kommt, na, eigentlich ist die Energiewende praktisch nicht zu bezahlen. Wenn wir das Ganze machen, na, dann geht uns die ganze Industrie hier flöten. Und deswegen das Gefühl haben, sie müssen, ja, ich habe ja gesagt, mein Gefühl in dieser Richtung. Jetzt könnte ja die CDU auch mal aus Fehlern der Grünen lernen. Und zwar konkret des Fehlers, den der grüne Energieminister in Schleswig-Holstein gemacht hat. Der hatte nämlich den ganz hellen Gedanken, dass er gesagt hat, ich habe so viele Flächen für Windkraftanlagen, ich stelle das mal in das Belieben der Gemeinden und die können überall vor Ort abstimmen, ob sie jetzt die Windkraftanlagen haben wollen oder nicht. Was ist passiert? Diejenigen, die rausgeflogen sind, haben geklagt und haben sich auf das Bundesbaugesetzbuch berufen und haben gesagt, sorry, das ist eine Privilegierung, so steht es im Bundesgesetz. Lieber grüner Minister, war eine super Idee, aber jetzt sind in Schleswig-Holstein alle Regionalpläne gekippt worden. Und nachdem das passiert ist, beschließt die CDU auf dem letzten Parteitag, in Zukunft werden in Mecklenburg-Vorpommern, wenn Sie mal richtig dran sind, alle Gemeinden darüber bestimmen können. Leute, das müsst ihr zusammenkriegen. Also entweder sagt ihr, das ist Quatsch, was der Robert Habeck gemacht hat, und es war leider Quatsch, dann könnt ihr es nicht auf dem CDU-Parteitag beschließen, oder ihr sagt den Leuten ehrlich, was ihr wollt. Und da höre ich tatsächlich raus, wenn man denen nach dem Munde redet, dass man eigentlich sagt, wir nutzen alles, was das unter Druck setzt. So richtig, wir haben ja noch Alternativen in petto. Im Moment haben wir zwar eine Bundeskanzlerin, die immer vorne wegrennt mit allem Möglichen. Atomausstieg will sie auch, aber irgendwann ist sie nicht mehr da. Und dann kommen wir mal wieder mit den Fakten und die heißen, die Atomkraftwerke können auch noch ein paar Jahre länger laufen. Das ist meine politische Befürchtung. So, wenn wir darüber reden, wie machen wir die Energiewende möglichst preiswert, und da sind wir ja beieinander, dann müssen wir mal anfangen, über Konzepte zu reden. Und das heißt, was will ich denn im Endausbau überhaupt erreichen? Da kann man ja auch drüber streiten. Müssen das so und so viele Photovoltaik, müssen das so und so viele Offshore-Windparks werden und so weiter. Wenn ich das dann aber, nee, nein, es steht eben definitiv nicht drin, was erreicht werden soll. Das sind alles Zahlen, die politisch umkämpft sind. Und jetzt zu den 45%. Der Energieminister sagt, wir haben eigentlich jetzt im EEG-Entwurf die Dramatik der 45% rausverhandelt. Das stimmt, ganz klar. Weil nämlich ursprünglich der Plan war, zu sagen, 45% sind fix. Alles, was darüber hinausgehen würde, wird bei Onshore-Windkraft einfach gestrichen. Und wenn am Ende da nichts mehr aufgebaut wird, sorry, dann ist es so, aber die 45 sind fix. Das ist raus, weil nämlich genau der Teil, nämlich die Windkraft Onshore, dafür nicht mehr zur Verfügung steht und gesagt wurde, 2800, 2900 werden ausgeschrieben und zugebaut. Deswegen stimmt das nicht. Aber warum stimmt auch die Kritik von unserer Seite, von der Opposition an den 45? Die haben nämlich die lange Schleifspur im Bereich der Offshore-Windenergie, weil dort kein Plan existiert, wie schnell man was erreichen muss, welche Ausbauraten man pro Jahr haben muss, damit man das Endziel erreicht. Wie gesagt, das ergibt sich ganz logisch aus. Ich habe ein Endziel, teile das durch Lebensdauer und dann weiß ich, jedes Jahr muss ich das installieren, damit ich auf Dauer diese Leistung vor Ort habe. Kann man ganz einfach rechnen. Nein, aber das Problem ist doch, wenn ich sehe, dass wir Offshore 1400 MW pro Jahr bräuchten, ihr dann aber reinschreibt, und das ist ja vor allen Dingen auch ein Stück weit Herzblut der CDU an diesem Thema,
es reichen 730 oder 750 MW, dann bedeutet das, dass sie das Signal an die Industrie gibt, Leute, übertreibt es nicht, fahrt mal ein bisschen die Kapazitäten runter, mehr ist wirtschaftlich nicht machbar. Ja, das ist okay, wenn man keinen Plan hat. Aber wenn ihr einen Plan hättet, dann wüsstet ihr, dass wir das brauchen. Weil wir nämlich nicht an Land, alles vollstellen können mit Windkraftanlagen, brauchen wir die Offshore, auch wenn die etwas teurer ist. So, und jetzt mein Vorschlag, den ich mehrfach wiederholt habe. Die EEG-Umlage wird auch beeinflusst, und da sind wir im Widerspruch, durch die relativ hohen Kosten der Offshore-Windkraft am Anfang. Die steigen nämlich mit 19 Cent ein. Und der Vorschlag zu sagen, mittelt doch das, was ihr denen über 20 Jahre zahlen wollt, dann können beide Seiten damit leben. Wir steigen aber mit etwas über 10 Cent ein. Entlastet in den nächsten 8 Jahren die EEG-Umlage massiv. Und ich kann nicht verstehen, warum man, wenn man sich um die Preise sorgt, was ja berechtigt ist, auf solche konkreten Vorschläge nicht eingeht und sagt, das werden wir für kämpfen. Wir machen weder die Offshore-Industrie kaputt, noch überlasten wir das Ganze bei der EEG-Umlage. Redispatch und der Netzausbau. Bayern hat ja mit seiner Blockadehaltung zumindest erreicht, das muss man aber positiv anmerken, dass die Erdverkabelung nach vorne kommt. Die ist zwar pro Kilometer oder pro Meter, wie man es rennen will, etwa 8- bis 15-fach teurer, sagen die Fachleute. Aber, und das ist der große Vorteil, ich brauche nicht 10 oder 15 Jahre, diese Leitung zu verlegen, das geht auch in 2 oder 3 Jahren. Und damit entfallen die Milliardenkosten im Bereich des Redispatch, die ja richtig angesprochen wurden. Das ist nämlich ein Problem. Und das muss man am Ende zusammendenken. Bisher hatte die Bundesnetzagentur immer argumentiert, auf die Leitung betrachtet, Erdkabel ist 50% teurer, das ist bei 110 kV-Leitungen, wird von uns abgelehnt, macht das als Freileitung, dass ihr dann eben 5, 6 Jahre länger braucht, weil ihr die Bürgerproteste habt. Das ist jetzt nicht das Problem der Bundesnetzagentur. Und deswegen ist das, glaube ich, eine sinnvolle Sache, mehr auf Erdkabel zu setzen. Und ich glaube, wir werden da auch technologische Erfolge haben, um das im Preis nach unten zu bringen. Was ich nicht gut finde, ich habe eben nochmal nachgeguckt im Internet, Borwin 3 wurde gerade so als großes Beispiel gebracht für Netzanschluss, die Anlagen stehen und der Netzanschluss ist nicht da. Ich habe eben nachgelesen, Borwin 3 soll 2019 ans Netz gehen. Es stehen nur Erfolgsmeldungen drin, was die HGÜ-Leitung angeht, wer jetzt was da gebaut hat. Auf See steht von Borwin 3, von den Windkraftanlagen, noch nichts. Also von daher, bitte nicht erzählen, da stände ein großer Offshore-Windpark und der Netzanschluss sei noch nicht lange nicht fertig. Dort läuft alles, wie die CDU sich das wünscht. Alles zielgenau ist im Plan und es wird genauso fertig 2019, der Netzanschluss. 2019 baut die Industrie die Anlagen und es wird zusammengeschaltet. Ja, das ist auch vernünftig. Da bin ich doch dafür, da sind wir doch nicht dagegen. Der Unterschied übrigens zwischen Offshore und Onshore ist, es gibt keine Onshore-Mühle, die hier irgendwo im Land rumsteht und die auf den Netzanschluss wartet, der aufgrund des nicht ausgebauten Netzes nicht möglich ist. Für eine Onshore-Mühle ist es immer die Voraussetzung, dass der Netzanschluss genehmigt und gebaut ist, bevor die Anlage sozusagen von der finanzierenden Bank überhaupt genehmigt wird. Nur beim Offshore haben wir das System, eins wird immer 1, 2 Monate eher fertig sein als das andere, das ist unvermeidbar. Das Thema vermietende Netzentgelte hatte ich in meiner Rede nicht und das hängt auch damit zusammen, dass ich keine Informationen hatte. Ich finde das sehr interessant und das will ich auch nochmal deutlich sagen für die, die vielleicht ja auch zuhören zum Thema, weil, wie betrifft das unser Land? Von den vermiedenen Netzentgelten, wohinter sogar eine sinnvolle Idee stand, die aber von der Bundesnetzagentur pauschalisiert begriffen wurde und die deswegen zum Gegenteil geführt hat. Die vermiedenen Netzentgelte, wenn die entfallen, bedeutet das gerade für unsere Menschen im ländlichen Raum eine deutliche Entlastung, weil nämlich die WEMAG und andere Flächennetzbetreiber da sehr drunter stöhnen. Das ist ein Erfolg, wenn wir das hinkriegen. Und ich will auch noch mal daran erinnern, und das ist noch nicht selbstverständlich bei allen Grünen, es ist mit Sicherheit auch nicht selbstverständlich bei unseren anderen demokratischen Parteien. Wir haben hier gemeinsam beschlossen, dass die Netzentgelte bundeseinheitlich geregelt werden sollen. Das, finde ich, ist ein gemeinsamer Erfolg des Landtages und ein Signal, der auch langsam durchsickert, weil auch Bayern irgendwann mitkriegen wird, dass die Erdkabel schon ein bisschen teurer ist und dazu eine Solidarität bundesweit auch angemessen ist, wenn wir das gemeinsame Projekt Energiewende haben. So, und das Letzte nochmal zum Thema Offshore. Es gibt ja immer wieder Vorbehalte gegen Offshore, weil ein bisschen teurer. Deswegen würde ich immer wieder nach vorne stellen, wir haben da die Möglichkeit, mehr zu tun bei den rechnerischen Vollaststunden. Deswegen können die im Redispatch Sachen vermeiden. Und deswegen sollte es auch endlich in die Ausschreibung rein.
nur noch Offshore-Projekte mit mindestens 5000 rechnerischen Vollaststunden, das müssen die leisten. Ich sage mal Baltic 1, das ist auch okay, das war am Anfang, die kommen auf 4500. Je höher die rechnerische Zahl der Vollaststunden, umso besser sind sie netzverträglich, umso weniger Netzausbau müssen wir für diese Projekte leisten. So, und das Letzte nochmal zu der Zahl 45, warum müssen wir darüber diskutieren? Weil aus dieser Zahl am Ende folgt, wo muss ich denn Kohle- und Atomkraftwerke in welchen Zeiträumen vom Netz nehmen? Und das wird immer mehr spielentscheidend. Dass Kohlekraftwerke laufen müssen, hängt nicht nur damit zusammen, dass wir sie brauchen als Strom, dass wir sie brauchen, um die Netze stabil zu halten. Die müssen zum Teil schlicht laufen, weil wir den ganzen Tagebau davor nicht einfach mal runterfahren können. Der muss nämlich seine Kohle irgendwann loswerden, ansonsten säuft auch der Tagebau irgendwann ab, wenn man da die Pumpen abstellen würde für ein paar Stunden und so weiter. Und daraus folgt, ohne einen klaren Plan zum Thema Kohleausstieg, werden diese Respatch-Kosten nicht nach unten gehen. Und wenn wir uns einig sind, dass wir die nach unten bringen wollen, müssen wir uns darüber unterhalten, was sind unsere Pläne, wie wir die Kohle zurückfahren. Das ist auch wichtig für die Kohlekraftwerksbetreiber, damit die wissen, was sind noch sinnvolle Investitionen und wo wackelt die Politik unter Umständen am Ende wieder hin und her und dann brauchen wir die Kohlekraftwerke doch. Also lasst uns zusammen über solche Konzepte reden. Wir kriegen die Energiewende deutlich preiswerter hin, als viele zurzeit befürchten. Ich danke. Danke. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor und ich schließe die Aussprache und wir kommen zur Abstimmung.